Anscheinend ist der Dämon auch schon schlafen gegangen. Es war eine Nacht. Er hat den Weg gemacht. Wach geworden. Hallo. Ah. Guten Morgen. Ich sehe, Sie sind wieder aufgewacht. Ja. Guten Morgen. Hat sich ja sehr viel was verändert hier. Sie haben einen wunderschönen Weg gemacht. Ich habe ein bisschen mit dem Weg angefangen. Aber ich bemerkt, dass es recht anstrengend ist, alles so schön platt zu hauen. Deswegen habe ich dort hinten ein bisschen aufgehört. Natürlich, aber natürlich. Ich würde den natürlich gerne mit Stein machen und mit so einem leichten erhöhten Gehweg an der Seite, dass man dort sicher laufen kann und in der Mitte Pferde lang laufen kann. Aber dafür bräuchte ich erstmal einen Baumeister, der mir das entweder erklärt, wie ich das genau mache, oder der Baumeister macht es selber. Ja, das denke ich mir auch. Da fällt mir ein... wollten wir nicht eigentlich mal zu diesem Goblin besuchen, von dem der Händler geredet hat? Ich glaube nicht, dass er da ist. Also wir könnten ja schon mal auf die Suche gehen und schauen, ob ich wir... Ich glaube, hier, das ist Geschenk für Sie, damit ich bei Ihnen übernachten konnte. Das ist kein Problem. Einem Freund hilft man jederzeit. Da ist was Wahres dran. Ich versuche jetzt mal, den Kessel ein bisschen voll zu machen. Ja. Mein Durst ist fast wieder leer. Okay. Sie haben nicht zufälligerweise ein zweites Boot, oder? Ich glaube, ich müsste es dann suchen. Auf der Insel gefangen bist, dort eine Brücke gebaut wäre. Deswegen wäre es, glaube ich, ein zweites Boot zu haben. Da müsste ich mein zweites Boot suchen. Hoffentlich steht mein Boot. Ach. Au. Ach. Irgendwann stürze ich da runter. Ach. Ich hab noch ein Boot. Jetzt muss ich ringsherum schwimmen.
Ich glaube, ich habe was vergessen. Ich muss mein Haus bauen. Dafür benötige ich ja das Holz. Ist so mega anstrengend. Und nochmal. Es ist keiner auf der anderen Insel, die den Dämon Bescheid sagen. Nee, oder? Nicht dein Ernst, oder? Ah, super. Ach, hey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich habe jetzt ein Standbild, oder? Natürlich, ich hab. Oh ja, Sonnenwende. Internet Experience, ja, aber oh, eine bestehende Verbindung wurde Software gesteuert durch den Hauscomputer abgebrochen. Tricksniper. Warte mal, was war das nochmal? Ich glaube, das war. War das ein Leck? Ich glaube, das war ein Leck. Bouncy Ozean, hallo? War das mit dem Wörterbuch? Ich glaube, ich musste mich kurz hinlegen.
Herr Dämon? Ah, da sind Sie ja wieder. Tut mir leid, ich hatte auf einmal, ich musste mich ganz kurz hinlegen. Ach so, kein Problem. Das Boot ist an der Anlegestelle. Ich habe es gerade noch gefunden. Ich werde wahrscheinlich kurz rüberfahren, um ein bisschen auf der anderen Seite zu jagen, denn da sind, habe ich ein paar Tiere im Wald gesehen, die ich bisher noch nicht probiert habe. Vielleicht schmecken die ja lecker. Na gut. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch etwas Fleisch mitbringen. Ach, ich habe ja noch genügend. Ich habe bei meinem botanischen Garten habe ich ja was zu essen. Ja. Also, wenn es möglich wäre, könnten Sie vielleicht dann heute Abend an dem Lager warten, mich dann abholen. Ich sollte vor Sonnenuntergang wieder da sein. Okay. Kannst ja versuchen. Dann bedanke ich mich schon mal dafür. So. Ein bisschen Wasser nehme ich mit, Fleisch. So, ich sollte eigentlich alles haben. Dann mache ich mich jetzt mal auf. Viel Glück und achten Sie auf die Monster. Naja. Tagsüber sollten keine Monster sein und zur Not habe ich mein Schwert. Wir haben einen interessanten Steinbruch. Wisst ihr? Ich glaube, da wo der Zwerg das Haus zerstört ist, das eignet sich doch definitiv gut für einen Steinbruch. Ja, wobei wir dafür selber erstmal einen Zwerg bräuchten, der Ahnung davon hat. Ah. Blöder Laub. Würde der Zwerg sich denken, das eignet sich gar nicht, dass Ressourcen im Boden. Kann ja sein. Hi. Ja, das Boot steht hier. Ich glaube, wir müssen hier noch ein paar, damit einer hier sitzen kann, falls einer hier bei der anderen Seite ist. Also ich würde vorschlagen, ungefähr hier nachzubauen. Ja, ich habe schon ein bisschen den Grundriss gemacht. Ja, ich glaube, eine Reihe Baumstämme nochmal drüber. Dann sollte man hier Platz haben, um sich drunter zu stellen. Und einfach zwei Treppen zum Hinsetzen und das Lagerfeuer. Natürlich, natürlich. Und ich habe das Lagerfeuer etwas nach oben geholt, dass man das auch nachts sehen kann. Ei. Den Rauch sieht man zwar tagsüber, aber nachts, wenn es dunkel ist, sieht man das nicht. Dafür braucht man das Licht vom Feuer. Stimmt, bestimmt. Ja gut, Sie können ruhig das Boot nehmen. Alles klar. Abgeschlossen. Hatte ich. Das wird nicht ausreichen. Ich frag mich, was ich damit anstellen kann.
Eine Alchemie zu Start kann das wohl sein. Ich leg die mal rein. Ich frag mich, ob irgendjemand Knoblauch braucht. Mache ich mit euch. Glaube ich. Die habe ich gesucht. Langsam gibt mir das Wasser aus. Ich glaube nicht, dass das gut ausgeht, aussieht. Ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Zuschließen. Ob ich ja noch Proviant habe. Ich glaube, das lege ich mal hier rein. So. Interessant. Diese Schritte machen mich noch verwirrt. Ich brauche ein bisschen was ab, damit wir das fertig haben. Ich glaube, vergessen was zu mitzunehmen. Vielleicht kann ich ja was herstellen oder sowas. Nein. Ich glaube, ich leg das mal hin, falls irgendjemand. Was ich brauche.
Hep. Gucken, ob ich noch was habe. Was mein das Interesse noch habe. Ich habe noch welche. Damit das auch hält. Au! Was zum... Was? Warum? Das ist ja... Selbstmord. Ich hoffe, das hält. Ich kann das nicht von weitem sehen, was... Ich glaube, die Bombe muss sich auch abholzen. Ich glaube, ich brauche bald neues Werkzeug. Oder zumindest ich zum Dorf gehen. Zwangsvorstellung. Was sind das für Geräusche? Das macht mich nervös. Was sind das für Geräusche? Wird die langsam Paranoia? Bäume anpflanzen. Wer mag das nicht? Ente, du machst mich ein bisschen leicht nervös, weißt du das?
Ja, genau, dich meinte ich. Ja. Ist wohl auch so Mist wie mir. Doch jemand. Es wird langsam dunkel. Licht sich langsam beeilen. Müsste hier ein bisschen mehr ausleuchten, damit hier keine Monster auftauchen. Enesaraba, danke für dein Follow. Was zum... Du Digga, tut mir leid, ich spiele kein Roblox. Außerdem ist das ja ein Minecraft-Roleplay. Ernsthaft? Sollte ich adden? Ich habe keine Roblox. Das tut mir echt leid. Ein Pet Simulator. Was soll es das denn bitte schön? Sowas habe ich auch nicht. Bist du hier an der falschen Adresse? Oh, danke schön. Also ernsthaft, ey, das war schon klar, dass das Steam-Element gerade das gemerkt hat. Hast jetzt erstmal für 30 Sekunden erstmal eine Pause.
Okay. Ja, der Bot macht Fortschritte. Also. Okay, du hast es nicht gewollt, du kriegst einen Bann. Wer nicht hören will, muss führen. Nicht. Hallo. Ach. Moment. Ich glaube. Ah. Hi. Wir sind wieder zurück. Gerade so rechtzeitig. Ja. Die Sonne geht schon unter. Ja, ich habe hier gewartet und habe ein bisschen das Dach ein bisschen verlängert. Ich musste einige Zäune, damit es ein bisschen stabil bleibt. Ich weiß nicht, ob das hält, ob das so sicher ist, wenn man außen dran macht. Ich glaube, ein Zaun, der hier drunter steht und das einfach nur nach oben stützt, wäre, glaube ich, besser. Ich glaube, da müssten wir mehrere Baumstämme oder einen Baumstamm hinsetzen, aber dann. Das würde ich auch machen. Aber dann stört hier, dann müssen wir den Weg hier noch inziehen, der Seite. Ich habe sowieso nicht vor, dieses kleine Lager hier zu lassen. Ich hätte eigentlich eine richtige Hütte gewollt, aber fürs Erste passt das ja so. Später, wenn wir einen Baumeister hier haben, kann man das hier noch schön bauen. Ja. Ah, so. Ich glaube, ich werde morgen nochmal jagen gehen, da ich recht früh wieder her musste. Okay. Denn es ist schon dunkel. Ja. Dann müssen wir uns erstmal. Oder wir bleiben erstmal hier, weil es wird jetzt dunkel und ich habe noch nicht alles richtig ausgeleuchtet. Ja, ich glaube, dann sollten wir erstmal hier bleiben für die Nacht. Und waren Sie jetzt eigentlich schon bei dem Sumpf? Und haben da ein bisschen mehr erkundet? Gestern, ja, aber das war ziemlich weitläufig dort. Weil wir könnten ja wieder gemeinsam dort zu dem Sumpf gehen und ich jage dort in der Gegend mal ein bisschen, während Sie noch erkunden. Das wäre ja was. Ja. Ich kriege mal ein bisschen was von dem Fleisch, was ich mitgebracht habe. Hi. Oh, also, ja, was zum. Da ist ein Untoter. Jetzt ist richtig schnell. Ein Mist viel weniger. Ich würde aber trotzdem aufpassen. Hier, haben Sie noch was zu essen. Danke. Ich glaube, dann müssten wir doch nach Hause gehen. Ja, ich glaube, das wäre sicherer als hier zu bleiben. Wer weiß, okay, was noch alles kommt. Weg hier. Du kommst hier nicht rein.
Wie kann ich das hier? Hier wieder zurück. Ich muss mal ganz kurz den Shop stoppen hier.